Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS17 Hermannseck, ja, Youngtimer-Projekt, zusammen mit den Garderol und Hallo. Auch mit dem Werner und Grüße. Auch mit den Stroh. Ja, sehr gut. Sehr gut, Stroh ist gut. Wir brauchen mal kurzfristig noch ein bisschen Geld, weil ich will jetzt diese Ballenwurfmaschine haben und wir haben so viel im Lager, was wir gar nicht brauchen, aber keinen zweiten Hänger, um es zu verkaufen. Anhänger. Ja, manchmal, was? Ich habe letztens gesprochen mit dem Lukas, das ist der örtliche Bankberater, der hat uns ein bisschen einen Kredit gewährt, wenn du darauf zurückgreifen möchtest. Ist das so? Für kleinere... Bei mir ist der aber nicht angekommen. Bei dir? Ja, ich habe mit ihm gesprochen, da warst du nicht da. So. Ja. Außer du möchtest jetzt was wegfahren, dann mach das gerne. Wir haben ja keine zweite Maschine. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber Randy, das ist jetzt nicht das letzte Feld, was du jetzt erntest, doch. Oder? Nein. So. Guck mal, jetzt kommt doch schon die zweite Reihe Stroh. Wenn du es nochmal schlüppe, 4 Reihen Stroh kriegst du raus. Da musste mal, wie früher im Osten, sie hatten halt nichts. Da müssten sie mit denen auskommen, was sie hatten. Aber wir hätten was haben können. Ja, aber okay, das war fies. Das sind VEBs, ne? Also, Garderol, passt ein Taschentuch. Ich geh zu den Schweinen, die verstehen mich wenigstens. Ich meine, ich kann mich aber noch, ne? Meine Verteidigung ist, ihr hättet ja immer was sagen können. Ja, klar. Wir haben aber sehr ausführlich darüber gesprochen. Nicht in der Woche, letzte Woche, da habe ich schon mit abgeschaltet. Ja, was machen wir denn jetzt? Verkaufen können wir nichts, weil Hänger nicht. Anhänger. Siloballen haben wir nicht. Aber sie könnten sich den Anhänger schnappen und entleeren, weil der ist voll. Mach ich. Der ist 65% voll. Ach so. Boah, guck Scheiße, dir das Stroh an. Boah. Dann kommen Sie bitte nochmal zu mir, dann mache ich es Ihnen ganz voll. Ja, ich freue mich drauf. Bin ich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen, wenn es nicht nach meinem Willen geht hier. Was? Herr Garderol, wir könnten morgen etwas rüber mit reinnehmen, dass man die vorhandenen Strohballen aufschneiden kann. Übermorgen, mein Fehler. Ja, ich habe das ja jetzt gelöst. Ich habe ja erst 3 Folgen daran gearbeitet, das auseinander zu schnibbeln, wieder zusammenzupacken und zu den Kühen zu bringen. Wie hast du denn das gemacht, wenn ich fragen darf? Ja, mit dem Einstreuer. Reinfahren, rausschmeißen. Ist natürlich eine Verschwendung, aber... Einstreuer? Welcher Einstreuer? Ja, den ich hinten dran hatte. Den Futtermischwagen. Drauf, rauskippen wieder. Andere Ballen drauf, rauskippen. Warte mal, da haben wir mehr verloren jetzt, als die Randy auch gehäckselt hat. Ja, das ist die Strafe gewesen. Habe ich schon vorab gemacht. Ah, du bist ein Guter, ja. Ja, was sagt denn die Bank zu unserer Kreditfähigkeit? Die Bank sagt, wir sind ein aufstrebendes Unternehmen. Wir haben qualifiziert und so weiter. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und können was haben. Also wir können sehr viel haben, aber wir wollen nicht sehr viel haben. Wenn, dann müssen wir das minimal aufziehen. Ja. Aber man kann aber nicht mehr geben, ne? Das geht irgendwie nicht. Das geht nur im Dings, ne? Wie meinst du geben? Geben. Anderen Spielern geben. Nein. Das heißt, wir müssten aufnehmen 50.000. Ja. Nee, warte mal. Wenn du diese Ballenmaschine plus Anhänger kostet 20.000 im Set. Ja. Das brauchen wir. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir für übermorgen 2-3 neue Mods, und nicht neue, aber Mods mit reinnehmen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeiten, vom Nachbarn Ballen abzukaufen. Ja, aber wir haben's doch. Also wir haben die doch selber, ne? Ja, aber die Frage ist, wie lange das hält. Oder wir machen jetzt halt eine Runde Weizen oder Gerste, ist egal was, und behalten da wirklich alles an Stroh. Ey. Jetzt müssen wir irgendwas mit dem Stroh machen, ne? Ach so. Jetzt haben wir's ja. Ja, dann aufsammeln. Aufsammeln und ein Häufchen machen. Ach so, und dann in der nächsten Folge dann aus dem Haufen dann die Ballenwupptizitätsmaschine. Ja, du kannst auch die Ballenwupptizitätsmaschine für Gras nehmen zum Beispiel. Ja, wenn wir das Geld hätten. Haben wir aber nicht. Wenn wir das Geld hätten. Ich kläre das mal ganz kurz. Ach so, ja, dann hole ich die Wupptizitätsmaschine doch, oder was? Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Du hast es ja groß. Werner, nicht so viel. Du hast es ja groß angekündigt letzte Woche. Ja, das ist das Problem. Ja, Randy kann nicht nochmal ein World Premiere haben? Nee? Ja doch. Warten Sie, Livestream, Audio, nee, Szenen, World Premiere. Dankeschön. Bitteschön. Geld müsste jetzt da sein. Ja,
Meine Woche ist gerettet. Sehr gut. Siehst du, wieder jemand glücklich gemacht. Ja, was aber nicht heißen soll, dass man mich ausschließlich mit Gold. Gold. Jetzt geht's ab hier. Kann man dich nicht mit Geld zufriedenstellen? Nein. Wer gerade wohl was Gutes tun will, spendet ihn Gold für Candy Crush. Oder für Gold Rush. Da läuft's auch nicht so gut, habe ich gehört. Nein. Nee, da fliegen die Maschinen. Ach so. Haben wir es jetzt? Ja, ich weiß nicht. Haben wir auch vernünftige Themen oder? Warte mal, B wird geheiratet oder wird heiraten? Nee, das war's eigentlich gar nicht. Nee. Ist das Wochenende, was hinter uns liegt, da war die FarmCon und es war überragend. Also ich hätte selber nicht dran geglaubt. Und dann wurde es wegen Schlechtwetter abgesagt, weißt du? genau. Es war überragend, also ich habe genauso mit euch mitgefiebert und bin genauso ausgerastet. Hätte absolut nicht gedacht, dass dieses Feature ebenfalls mit drin ist. Ich kann nur leider nicht mit euch drüber reden, weil ich nicht weiß, was es ist, weil es war noch nicht. Ja, der Cosplay-Helfer. Können wir ja jetzt schon sagen. Ist ja vorbei. Das Embargo ist ja aufgehoben. Achso, gut. Ich hätte dir auch gedacht, dass die einen hier Weltmeister werden? Naja, also ich gönn's Kroatien. Das ja, ist Wahnsinn. Absolut. War auf jeden Fall ein sensationelles WM-Finale. Also, dass die das gleich so machen wie Deutschland, also Kroatien gegen Belgien 7-1, das hätte ich nicht gedacht. Deutschland gegen Kroatien, Belgien 7-1, das werfen aber gleich mehrere Sachen ineinander, glaube ich. Ja, das ist doch egal. Verwirrung muss komplex sein. Naja. Ja. Aber so wie bei John Deere wird auch das mit dem Cosplay eintreffen. So. Oh, das ist aber schön. Ja, freue mich auch. Oh, der Helfer wird cleverer. So, ist das geil, Herr Wernersen. Das ist mega cool. Brauchen wir da vielleicht noch einen Anhänger zum Wechseln? Jetzt lass aber wissen hier. Nee, frag für einen Freund. Jetzt muss man mal gucken hier. G. X. Wahrscheinlich musst du damit. Achso, nee. Oh. Kannst du mit Alter, dem, nee, das machen wir schnell wieder zu. Kannst du mit dem umgehen, wollte ich gerade fragen. Müssen wir erstmal über die Straße hier irgendwie lebendig. Ja, das ist richtig. Wenn die jetzt aber gleich noch fliegen, ne? Dann breche ich aber weg. Also das wird ja nicht funktionieren, ne? Aber. Nee. So, René, hier siehst du, was wir den Zuschauern vorenthalten wollen. Oh. Ja, kenn ich. War ganz trocken, ne? Kenn ich. Nichts Neues. Ne? Das Lally-Ding und dann schmeißt er die Dinger dahinter. Dahinter. Und da war hinten einer immer drin und hat die Ballen sortiert. Ah, ja, die kleinen Schrutzel-Knutschel-Dinger, die. Handzahm. Brauchen wir noch einen zweiten Anhänger? Für das hier? Nein, allgemein. Allgemein ja. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Kippertechnisch. Aber acht auf das Rohr, ne? Was nochmal langsam? Der Dominator, der hat nicht so ein hohes Rohr, ne, oder? Warte, ich führe mal rein, aus. Naja, doch, es geht. Ich meine, gucken Sie sich selber an, müsste Standard hier sein, oder? Was das Standardrohr ist, hallo? So, Ballenpresse aufklappen. Jetzt geht's ab hier. Also das Standardrohr ist in Deutschland 13 cm. 0,6 übrigens. Ach so. So. Bin ich hier falsch im Film oder was ist hier? Ja, weil, du wirst aber wissen, was die Standardrohrlänge in Deutschland von Mähdrescher ist. Weiß ich gerade nicht. Gerade. Weißt du es? 13, was? Ja, 13,6 muss es in der Höhe sein. Also in den Zentimeter, versteht sich. Okay, ja, klar, was sonst? Mhm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir mehrere Themen verwechseln, aber gut, lass das mal so im Raum stehen. Ballenpresse anschalten. Ich mach mal jetzt, ne? Warte, ich will gucken. Warte. Oh, der Sound! Mann, jetzt immer ohne. Ihr habt immer Spaß ohne mich, ich verstehe das nicht. Na komm, geh doch neu in. Ja, aber ich bin doch gleich da, warte. Bin ich da mit der Garderole das ganze Feld gepresst, wahrscheinlich. Ja, Randy ist schuld. Ja, Randy. Hallo, das sind vier Bahnen, die fünf Bahnen, eine Runde. Genau, es sind vier Ballen. Ich bin da. Okay. Und der Sound, Achtung. Mein Spiel ist abgeschissen. Geil. Nee, Schatz. Geht schon weiter. Ja, Sound haben wir nicht. Gerade, achso. Wollte gerade sagen, was war das? Okay. Oh, guck mal da oben, die ist ja hier so. Ja, die Arme, ne? Ja. Boah, staubt ein bisschen, ne? Brennt das Ding. Aber was macht er denn jetzt? Mal reingucken hier. Da ist schon der erste Ball im Tunnel. Oh, gleich fliegt er. Nein. Bei mir ist da kein Ball im Tunnel. Doch, müsst ihr ja nicht gucken. Hä? Siehst du? Hier, da kommt doch der erste. Ach, hier? Ja, da guck ich doch. Wir werden den Ball nicht mal im Anhänger sehen. Anhänger hätte es sparen können. Ah, ne, jetzt geht's aber flotter.
Und. Jetzt flieg, kleiner Ballen, flieg. Dauert doch noch. Wird er nicht durch die Presskraft der anderen hochgeschoben? Richtig. Ja, aber wenn unser Nachbar hat das so umgebaut, dass er wirklich einen ganz hohen Aufsatz hatte. Und dann sind die wirklich da hochgeflogen. Okay. Und. Plumps. Nice. Oh. Spektakulär. Absolut. Das gleiche ab. Werner war's. Entschuldigung. Ich hab gedacht, die Maschine hält mich. War ein indirekter Diss. Gegen wen? Gegen deinen Körper. Ach so, ja, komm ich mir klar. Ja. Geht mir genauso. Ich habe übrigens einen Anhänger gekauft. Ja. Wofür? Naja, dass man da noch Gelümbe, Gelümbe. Gelümbe, genau. Haben wir noch Themen oder machen wir hier, blödeln wir jetzt hier weiter rum hier? Die Zuschauer erwarten von uns ja hochqualitative Landwirtschaftssimulator-Videos. Das Problem ist halt, es tut sich auf YouTube aktuell einfach gar nichts mehr, was mir. Der muss ja nicht YouTube sein. Naja, das ist bei der Anmeldung ihres Kontos, gab es ein Problem. Ja, stimmt, ich habe mein Passwort geändert, scheiße. Oh, ist die Konstruktion hier. Oh ja, jetzt geht's aber voran hier. Jetzt ist alles kaputt, die Ballen fallen runter. Oje. Fehlinvestition hier. Was macht er denn Ansgar, weißt du? Ja, wie hätte ich das denn verhindern sollen? Warte mal, gibt's da irgendeine Technik? Was machst du denn? Du musst den Anhänger auf Autoload schalten. Warte mal, Abkommen, Arbeitsmodus. Ach, warte mal. Oh, Leute, nee. Was ist das denn? Was habt ihr jetzt schon gemacht? Das sind Amateure, meine ich. Jetzt fährt er weg, die Ballen liegen hier rum, ich werd verrückt, weißt du? Bleiben Sie doch mal. Warten Sie. Ja, warte. Ach, die kannst ja. Ah, die sind ja kleine. Randy kommt hast auch noch mal. Hast du vorbei und musst ganz bis am Stapeln? Randy, hast einen Ball verloren. Nee. Rennen mag der nicht. Für was genau? Ist für die Klimaanlage oder für was brauchen wir gerade den Sprit von den Treckern? Jetzt geht's auch voran. Da ist der Starter kaputt, deswegen müssen wir laufen lassen. Ach so. Randy läuft mit dem Model mit dem Ball in der Hand. Geht besser, Herr Garderol? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Ich fand's anders aber irgendwie geiler, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie so ein bisschen. Das Ding staubt so dolle, dass ich nicht mal einen Traktor sehe. Hat sich doch gelohnt. Auf alle Fälle. Ich habe irgendwie Bock, Gras zu mähen. Dann können wir dann gleich ein bisschen Grasballen machen. Ja, mach doch. Mähdreck haben wir. Cool. Wir bräuchten aber doch, wir haben noch ein bisschen Geld, dann den kleinen Schwader vielleicht schon mal. Natürlich. Wie wäre das denn? Oder Heu machen? Ja, da ist noch ein bisschen mehr sein. Wände haben wir auch. Dann haben wir doch noch schön, ja, wir haben ja noch eine, dann haben wir doch schön, passt doch von der Länge ungefähr. Ich sehe gerade den Sinn nicht. Es sind zwei gleiche Geräte, das andere kostet 6.500, das andere kostet 3.250. Packst du auch gleich? Hä? Muss ich nicht verstehen. Oh, das Ding habe ich mir immer gewünscht, seit dem LS13. Das ist so geil. Das alles habe ich Werner zu verdanken. Gebt Werner gerne mal ein Abo und schaut seine Videos. So. Danke. Ja, tschüss, Zuschauer. Tschüss. Wow. Wir haben Sie ihre Karriere beendet. Naja, ich habe Props jemanden anders gegeben. Oh. Verstehe. Der Klassiker. Ich finde das irgendwie so cool, ne, dass du bei dem Fendt, wenn du blinkst, dass da dieser Blinker so ein Geräusch macht. Ja, so also ein Klicken halt. Nee. Geh mal rein, Randy, warte, geh mal rein. Und blink mal. Aha. Randy, da haut jemand mit deinem. Randy, der klaut den MB-Truck. Ist alles gut, ist er gewollt. Ja, wer ist denn das? Das ist in der Tat ganz lustig. Okay. Das ist Lukas, der Bankangestellte. Banken sind wegen Hedgefonds-Spekulation pleite gegangen, jetzt muss er bei uns auf dem Hof helfen. Das finde ich gut. Werner, eine Frage. Er kann dann auch mal die Schafe melken, ja? Ist richtig. Da du ja Österreicher bist, kennst du, weil das in den YouTube-Trends Platz 2 ist, ich habe mir das angeguckt, kennst du Yang Huhn? Wer? Yang Huhn? Ne, Yang, also ne, wie die Yang, also J-Y-U-N-G, Yang Huhn. Also H-U-R-N. Huhn, ja. Nein. Das soll ein österreichischer Rapper sein, der ursprünglich mal aus Wien kam. Was singt denn der? Rap halt. Ja, nee, kenn ich nicht. Okay, gut. Fällt das schon mal flach.
Ich habe heute tatsächlich Musik aus Österreich gehört. Absoluter Newcomer, ich weiß nicht, wie er heißt, aber das Lied heißt... Falco? Nee, leider nicht mehr. Der ist leider schon länger weg. Das Lied heißt Cordula Grün. Richtig geil. Mhm. Ist so eine richtige Saufhymne. Oh Mann. Nicht, dass wir sowas brauchen würden, aber... Naja, liebe Zuschauer, wie gesagt, das macht ja gerade Dings. Ah ja, YouTube-Streik, wofür YouTuber jetzt kämpfen. Ja, das ist in der Tat gerade in die Trends reingerutscht. Das ging schief von DNR. Von DNR oder Felix von der Laden? Felix von der Laden. Okay. Aber wir haben ja ein Thema fürs nächste Mal. Echt? Ungelöstes Gronkh. Ach ja. Ach ja. Da müssen wir drüber reden. Absolut. Randy? Wenn Dummheit auch Verantwortung trifft. Ja. Was? Hat er nicht gesagt. Ja, wir sind fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Das sehen wir uns morgen. Zum letzten Part in der Season. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschü.